blöd, wenn ich in der Mitte auch noch brauche. So. Ich hätte gute Lust, dem Schwein eine aufs Maul zu hauen. Runter mit dir. Ha, schön verbrannt. Meine ganzen XP leider auch. Die ich kriegen hätte können. So. Und hier schön meine Eimerchen voll. So. Volle Eimerchen. Ist ja toll. 7 Stück mal wieder an der Zahl. So, dann bräuchte ich aber noch ein paar. Es ist irgendwie andauernd da hin und her, Living Meter und hin und her und hin und hin. Naja, aber so wird's auch, was? Bevor dass ich mir jetzt noch ein paar Eimerchen hole. Gut, wenn's Tag draußen ist, wieso nicht? Muss ich dann mal gucken, ob das schon wieder Tag ist. So. 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 Schnell von dannen ziehen, nicht dass wir uns die Füßchen verbrennen. Wah. So. Muss ich dann, glaube ich, noch ein paar verkippen. Was ich das richtig beurteilen kann. Vielleicht wird's ja was. Dann sag mal so, so sieht schon mal irgendwo geil aus. Aber wenn man dann zum Tor hinkommt und dann hier die kahle Stelle sieht, es ist dann schon blöd. Und wenn ich da irgendwo in die Mitte rein, das Ding reinklopp, hilft mir ja auch nichts. Weil das dann komisch fließt. Das will ich ja dann auch nicht. So. Dann mache ich nochmal die Eimerchen voll. Voll, habe ich gesagt. Randvoll. Ich will schon mal, um ehrlich zu sein, ich will schon mal den Eimer nicht in die Lava stecken. Geschweige denn rausholen. Dann muss ich doch so dermaßen die Pfoten verbrennen, dass es nicht mehr lustig ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber naja. Ich muss es ja nicht, ich muss es ja nicht. Achso, ich wollte die andere Seite machen. So, hier rüber. So. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Sonst drehe ich durch. So. 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 Sieht wohl oder übel nicht so aus. Da fehlt es in der Mitte noch. Aber schön hell wird es. Da kann man nichts sagen dagegen. Sieht schon geil aus, aber ich brauche noch ein paar Eimerchen, dass das ein bisschen schneller geht. Ach nö. Ja, Andys. Was macht ihr hier drinnen? Ja, ja, verpiss dich nur. Guck mich an, du Sau. Haha, erwischt. Komm her hier. Kriegst du aufs Maul von mir. Bäm, Alter. Ey. Feige Sau.
bist denn jetzt, Andy? Feige Kamelle. Da hängt eine Spinne am Fenster. Wieso muss es immer dunkel sein, wenn ich da raus will, hä? Im Meer. So. Geh mal halt mit den 7 Eimern in den Nether. Scheiß drauf. Ah. Du auch wieder hier. Ey. So haben wir nicht gewettet, Junge. So nicht. Wo bist du hin? Ey, eine Enderperle. Geil. Wir haben eine Enderperle. Enderperle. So, renn mit dir. So, dann hole ich noch ein bisschen Lavere. Mach dann noch ein bisschen voll. Dann kriegen wir ja das bei Ebald hin. Mit dem ganzen Schranz hier. So. Hier runter. Mal wieder. Und auffüllen, bitte. So und so und so und so und so. So und so. Dann haben wir unsere Eimerchen wieder voll. Und wieder zurück. Dasselbe Schauspiel dürfen wir, glaube ich, noch ein paar Mal machen. Hilft ja nicht. Es dauert halt seine Zeit. Das, ja, mein Gott. Ja, unser Gott. So, bam. Scheiß drauf. Man eh schon wieder ein Schnitzel essen. So. Patsching, 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 patsching. Soho. Es läuft schön langsam. Jojo, noch ein bisschen was. Haben wir ja doch noch ein bisschen hin. Bis das alles fertig ist. Die Lava, die zieht sich schon ziemlich jetzt, also da kann ich nichts sagen, aber puh, das dauert. So. Wie oft ich hier noch rüberstapfen muss in Nether. Da bin ich gespannt. So. 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 So, ja, da schreit schon wieder ein kleines Kind. Hilfe! Ah! So, der tut mir nichts, der fliegt irgendwo draußen rum. Der braucht ja Platz, der kleine Flatklops. Aber kommt ja nicht so einfach her. So. Dann darf ich hier mal die Lava noch verkippen. Verkippen. So. Und zwar hier einmal. Da einmal. Da einmal. So, da natürlich auch. Und hier. Hier sowieso. Und hier. So. Dann haben wir ja eh gleich alles voll. Naja, gleich ist auch gut gesagt. Vier oder fünfmal darf ich noch rüber gehen. Würde ich jetzt mal so tippen. Wenn's reicht. So. Der Marshmallow schreit immer noch. Der Marshmallow Man. So. Dann habe ich eh bald die ganze Lava dabei. So.
Haben wir wieder volle Eimerchen. Und zurück. Ich müsste irgendwas verzählen, dass ich die Langeweile überbrück. Aber in Gottes Namen, das... Keine Ahnung, da fällt mir ja selber nichts mehr ein, weil es so langweilig ist. Ich will mir aber jetzt auch nicht 20.000 Eimer machen, dass ich hier nur noch einmal hin und her gehen muss. Würde das Eimer machen länger dauern. So. Dann mache ich hier Rüben noch voll. Und da noch. Mal gucken, wie er sich dann ausbreitet. Aber ich glaube, das wird sich nicht mehr groß verändern. So. 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 Zack. Und zack. So, da muss ich mir dann echt was einfallen lassen. Was das dann richtig funktioniert. So. Ah, nochmal eine Nita zum quengelnden Kind. Dass hier Ruhe ist, ne? Ich bin froh, wenn ich fertig bin. Also wirklich, das Bauprojekt hat sich jetzt schon ziemlich lang gezogen. Und deswegen ist mir ein Anliegen, dass ich das heute fertig kriege. Dass ich mich das nächste Mal wirklich voll und ganz anderen Sachen widmen kann. Aber voll und ganz. So. So, da sind wir auch schon wieder voll mit den guten Eimerchen. Und dann gehen wir los und machen natürlich wir sie einmal leer. Dann müssen wir nochmal hier rüberkommen. Und dann können wir natürlich hier fertig machen. Noch mehr Lava mitnehmen. So. Ausgesponnen. So, ich glaube, es wird gerade Tag. Da hier schon wieder irgendwas verreckt ist. Irgendwas Mieses. So. 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 Und haben wir das hier soweit fertig. Hier machen wir hier noch ein bisschen was hin. Und hier das letzte Eimerchen. So. Dann sieht das schon mal so aus. Dass wir hier noch runter können. Hier ein bisschen was in der Mitte platzieren. Und dann geht's ab. Schon. Gehen wir nochmal ins Türlein. Ein oder zweimal dürfen wir noch. Ah, so. Haare zurecht gezupft, da mein Headset mir gerade die Kopfhaut abzieht. Samt Haaren natürlich. Da musste ich was dagegen unternehmen, da das doch ein bisschen weh tut. Und ich will nicht irgendwann haarlos dastehen. Ich habe eh schon Probleme mit Haarausfall und Glatze kriegen, ja, ja. Bin 24 und krieg Glatze. Schon schlimm mit mir. Das ist brutal. Nee, zumindest Geheimratsecken kriege ich. Also, weiter als Geheimratsecken wird's nicht. Und wie mein Dad immer so schön sagt, ein schönes Gesicht braucht Platz.